Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ziegen sind Nutztiere, die wegen ihrer Milch, ihres Fleisches und ihres Fells gezüchtet werden. Verschiedenen Artikeln zufolge soll es auf der Erde 1 Milliarde Ziegen geben. Es ist daher unvermeidlich, dass es unter ihnen einzigartige Exemplare gibt. Heute stellen wir euch 10 Ziegen vor, die nur einmal alle 1000 Jahre geboren werden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Ziegen sind lustige und sture Tiere und manchmal ist es besser, sich von ihnen fernzuhalten. Aber es scheint, dass diese nächste Ziege harmlos ist. Ivy ist als die kleinste Ziege der Welt bekannt und wenn du sie siehst, wird dein Herz schmelzen. Sie ist nur 36,8 cm lang und normalerweise werden Ziegen doppelt so groß wie sie. Interessanterweise steht sie nicht im Guinness-Buch der Rekorde, obwohl sie die Norm erfüllt. Es ist unklar, warum sie noch nicht als kleinste Ziege der Welt eingetragen wurde. Ivys Besitzer will aber unbedingt die offiziellen Dokumente an Guinness schicken, um ihren Weltrekordantrag zu bestätigen. Hoffen wir, dass Ivy offiziell als kleinste Ziege der Welt in die Geschichte eingeht, denn sie hat es verdient. Nummer 9. Rasputin ist der Name der Ziege, die als die größte gehörnte Ziege der Welt bekannt ist. Im Jahr 2017 wurde er in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, weil er tatsächlich die größten Hörner hat. Als Rasputins Besitzer ihn zum ersten Mal kaufte, waren seine Hörner klein und schienen normal zu sein. Nach 5 Jahren bemerkte der Mann jedoch, dass seine Ziege anders aussah als andere. Seine Hörner wurden extrem groß und messen heute unglaubliche 135,2 cm in der Länge und der Abstand zwischen den Spitzen seiner Hörner beträgt ebenfalls 1,35 Meter. Deshalb beschlossen Rasputins Besitzer, sich um den Weltrekord zu bewerben. Er wurde bald akzeptiert und die Ziege ist nun eine Berühmtheit geworden. Allerdings mag die Ziege es nicht, wenn man ihre großen Hörner berührt. Solltest du sie also jemals treffen, versuche nicht, sie zu ärgern. Nummer 8. Diese kleine schwarze Ziege wurde in der südwestchinesischen Provinz Yunnan geboren und schockierte alle in dem Moment, in dem sie geboren wurde. Die Menschen bemerkten nämlich, dass das kleine Lamm keine Hinterbeine hatte. Aber die Ziege überraschte die Einheimischen noch mehr, als sie am nächsten Tag plötzlich auf ihren beiden Vorderbeinen laufen konnte. Das Videomaterial sieht unglaublich aus und es ist schwer vorstellbar, wie die Ziege mit dem, was sie hat, laufen gelernt hat. Der Geschichte zufolge brauchte das Tier nur einen Tag, um zu lernen, wie es auf zwei Beinen stehen kann. Eine Woche später lief die Ziege bereits normal herum und spielte sogar mit den anderen Tieren. Der Besitzer der Ziege sprach mit Tierärzten, die vermuteten, dass die Mutter wahrscheinlich eine Verletzung im Bauchbereich hatte und das Lamm deshalb so geboren wurde. Nummer 7. Die nächste Ziege wurde mit nur einem Auge geboren und dieser Zustand wird Zyklopie genannt. Aber die Ziege wurde nicht nur mit einem Defekt im Auge geboren, sondern auch mit einer deformierten Nase und einem deformierten Mund. Als die Tierärzte die Ziege zum ersten Mal sahen, sagten sie ihr kein langes Leben voraus. Aber die Ziege gab nicht auf und ist heute die Hauptattraktion in einem Dorf im indischen Bundesstaat Assam. Wegen ihres seltenen Zustands und ihres ungewöhnlichen Aussehens reisen Touristen aus anderen Dörfern und sogar Menschen aus anderen Ländern in das Dorf, um einen Blick auf das Tier zu erhaschen. Wusstet ihr übrigens, dass nicht nur Ziegen an Zyklopie leiden können, sondern dass auch Menschen damit geboren werden? Dies ist jedoch äußerst selten und normalerweise überleben sie nicht. Nummer 6. Vor einiger Zeit ging dieses Video einer Monsterziege namens Damaskus extrem viral und es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, warum. Die Ziege wurde angeblich irgendwo in Ägypten gezüchtet und die Einheimischen konnten es nicht glauben, als sie das Tier zum ersten Mal sahen. Damaszenerziegen sind normalerweise schon Haustiere mit einem ungewöhnlichen Aussehen und werden normalerweise in Ländern des Nahen Ostens gezüchtet. Aber wie wir sehen können, ist diese Ziege noch viel furchterregender anzusehen. Ihr Kopf sieht gigantisch aus, während ihr Hals recht kurz ist. Das ist auch der Grund, warum man ihn das Damaszener-Monster nannte. Viele vermuten, dass er das Ergebnis der Paarung mehrerer Individuen ist. Nummer 5. Jede normal geborene Ziege hat 4 Beine, aber was mit dieser nächsten Ziege geschah, schockierte alle und die meisten Menschen konnten es nicht glauben. Tatsächlich wurde diese Ziege in Bangaon Parganas in Indien mit 8 Beinen und 2 Hüften geboren. Den Einheimischen kam es wie ein Wunder vor, denn die Ziegenmutter brachte 2 Junge zur Welt, von denen eines völlig normal war. Als die Nachricht von der 8-beinigen Ziege die Runde machte, kamen Menschen aus dem ganzen Dorf, um das ungewöhnliche Tier zu sehen. Leider lebte das Tier nicht lange, aber es überraschte so viele Menschen, dass es überall in den Nachrichten zu sehen war.
Die Einheimischen erklärten, sie hätten so etwas noch nie gesehen, obwohl Ziegen in ihrem Haushalt ganz normale Tiere sind. Übrigens war es auch das erste Mal, dass eine Ziege mit 8 Beinen geboren wurde. Wie bizarr ist das denn? Nummer 4. Normalerweise leben Ziegen zwischen 13 und 18 Jahren, aber eine Ziege namens McGinty wurde unglaubliche 22 Jahre und 5 Monate alt. Die Ziege wurde in England geboren und hat natürlich auch den Rekord im Guinness-Buch der Rekorde aufgestellt. Es ist schwer zu sagen, ob andere Ziegen noch länger gelebt haben, aber die Besitzer von McGinty waren klug genug, den Weltrekord zu beantragen. Es ist immer interessant zu analysieren, was genau Tiere länger leben lässt, aber in diesem Fall ist es schwer zu erklären. Vielleicht wurde McGinty wie eine Königin behandelt, ihre Besitzer haben sie vor Stress geschützt und ihr nur das beste Futter gegeben. Wir wissen es nicht. Aber wenn ihr eine Idee habt, wie sie ein so hohes Alter erreichen konnte, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Nummer 3. Wir haben bereits über die kleinste Ziege der Welt gesprochen, aber jetzt ist es an der Zeit, euch die größte Ziege der Welt zu zeigen. Diese Ziege, deren Name unbekannt ist, wiegt satte 327 Kilogramm. Das ist wirklich unglaublich, denn das normale Gewicht einer Ziege liegt zwischen 55 und 70 Kilogramm. Natürlich hängt es von der Rasse ab, denn einige Ziegenarten können über 100 Kilogramm wiegen, aber diese Ziege wog 3-mal so viel. Wie ihr im Video sehen könnt, ist das Tier riesig und sogar größer als die Männer, die in seiner Nähe stehen. Die Besitzer der Ziege sehen auch sehr glücklich und stolz aus, denn mit dieser Ziege haben sie den Wettbewerb um die größte Ziege der Welt gewonnen und wahrscheinlich auch etwas Geld verdient. Nummer 2. Auch die folgende Geschichte ist unglaublich. Ein 40-jähriger Bauer namens Ahmet Katal aus dem Dorf Gokmusa in der Türkei hält seit mehr als 25 Jahren Tiere, aber als diese Ziege geboren wurde, war der Mann völlig schockiert. Eine seiner Ziegen hatte geworfen und der Mann bemerkte, dass das Lamm seltsam aussah. Es hatte nämlich seine Augen in der Mitte der Stirn, genau wie ein Zyklop. Das Tier hat jedoch 2 Augen, aber es sieht so aus, als hätte es nur ein Auge, was die Ziege ein wenig seltsam aussehen lässt. Der Mann sagte, als er die Ziege zum ersten Mal sah, habe er sich sogar ein wenig erschrocken. Er sagte nichts und machte ein Foto von der Ziege, erzählte aber den Nachrichtenagenturen, dass er das Gefühl hatte, das Tier würde durch deine Seele schauen. Im Internet kursiert jedoch ein anderes Foto, auf dem eine Ziege zu sehen ist, die ebenfalls 2 Augen hat. In den Kommentaren wird behauptet, dass dieses Foto mit Photoshop bearbeitet worden sein könnte. Aber was denkt ihr? Könnte diese Ziege wirklich existieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 1. Wir haben euch bereits eine Ziege mit den größten Hörnern der Welt gezeigt, aber jetzt zeigen wir euch Ziegen, die mehrere Hörner haben. Das nächste Bild stammt aus dem Jahr 2007 und zeigt eine Ziege, die nicht weniger als 6 Hörner hat. Tiere, die mehrere Hörner haben, werden Polycerate genannt und sind eine genetische Rarität. Diese Ziege soll irgendwo auf einem Bauernhof in der autonomen Region Innere Mongolei leben. Nach Angaben des Besitzers begannen die 6 Hörner sehr schnell zu wachsen, kurz nachdem die Ziege geboren wurde. Tierärzte und andere Experten behaupten, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass eine Ziege 6 Hörner hat, aber dass es manchmal vorkommen kann. Wikipedia erwähnt sogar, dass es Fälle gegeben hat, in denen eine Ziege bis zu 8 Hörner hatte. Was denkst du über Ziegen und hast du zufällig selbst eine zu Hause? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.